Ihr Lieben, heute ist Mittwoch, aber ich halte keine Taizé-Andacht in irgendeiner Kirche, die ich mitschneiden könnte. Also sitze ich jetzt in meinem Wohnzimmer und mache für uns einen Wortbeitrag. Ich möchte heute erinnern an die Epistel vom letzten Sonntag. Die steht aufgeschrieben im ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im zweiten Kapitel und lautet folgendermaßen. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen. Doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern, wie geschrieben steht, so reden wir, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Von Geheimnis ist hier die Rede und von Offenbarung. Gott offenbart sich, aber bleibt ein Geheimnis. Manchen Leuten gefällt das nicht. Ich habe immer wieder zu tun mit dieser Sehnsucht, dass doch die Offenbarung mal so werden könnte, dass alles klar ist. Alles einleuchtet, alles klar ist, alle Widersprüche sind aufgelöst und ja, diese Art Klarheit kriegen wir gegenüber Gott nicht. Also ihm gegenüber kommen wir nie so dahinter. Gott wird ein Geheimnis bleiben. Und um sich zu offenbaren, dass wir von ihm was kapieren, muss er sich verhüllen. Das war letzten Sonntag in der Predigt auch schon Thema. Ich erinnere eben daran an die Geschichte von Mose und seinem Verlangen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wie Gott sagt, mich kannst du nicht sehen, von Angesicht kannst du mich sehen. Du kannst mir nur hinterher gucken. Ich werde an dir vorüberziehen, ich werde mit Pauken und Trompeten den Namen des Herrn vor dir ausrufen lassen. Alles wunderbar, aber erkennen wirst du mich nur, wenn du hinter mir her siehst. Hier sehen wir heute einen anderen Aspekt und den Aspekt des Geheimnisses Gottes, der uns Christen besonders anvertraut ist und der uns zu diesem Namen verholfen hat, dass wir Christen heißen. Nämlich, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart, aber darin verhüllt er sich zugleich am tiefsten in sein Geheimnis. Und wie war das hier? Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Im gekreuzigten Jesus ist alle göttliche Herrlichkeit, aller Lichtglanz unsichtbar, verborgen, nicht erkennbar, beziehungsweise abwesend oder gar nicht erst vorhanden. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unsere Sünde willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch aus dem 53. Kapitel. Also, dass Gott sich so offenbart,
dass man ihn unter seinem Gegenteil erkennt. Menschen stellen sich unter Gott eine Allmacht vor. Und was die sich in den Kopf gesetzt hat, das führt sie aus. Und zwar notfalls mit Gewalt. Mit Menschen oder gegen Menschen. Das denken sich viele so. Wir Christen verkünden Gott unter seinem Gegenteil. Und zwar unter seiner absoluten Ohnmacht. Seinem absoluten Ausgeliefertsein, dass Menschen ihn vergewaltigen gewissermaßen, ihn gewaltsam zu Tode bringen zu suchen, was natürlich nicht geht. Aber darin offenbart sich Gott für uns am deutlichsten. Und wir sehen darin die Kraft Gottes, die uns Christen über Wasser hält, wenn alle Allmachtsfantasien zerbröseln und zerbröckeln und wir vor dem Leben stehen, als wären wir darin herumgestoßen und könnten eigentlich wenig selber planen und wenig selber in der Hand haben, um es zu führen. Man sagt ja so, ich führe mein Leben, aber oft genug erleben wir uns eher so, dass wir gar nichts führen, sondern uns treiben lassen, was manchmal auch bequem ist, oder uns treiben lassen müssen, weil uns gar nichts anderes bleibt. Und wir Christen erkennen in dem von Menschen gefangen genommenen und grausam zu Tode gefolterten den Gott selber, das Geheimnis Gottes. Wie hatte Paulus das hier so gesagt? Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Also das Geheimnis Gottes will gepredigt sein, aber das geht nur, wenn wir das Kreuz, den gekreuzigten Christus, in den Mittelpunkt stellen. Alles andere wird voreilig von einer Allmacht Gottes reden, die von Menschen nur allzu leicht missbraucht wird für sehr vordergründige, partikulare Gruppeninteressen. Wir verstecken uns hinter der Autorität Gottes und sagen, Gott will das so, und dann setzen wir das mit Gewalt durch. Ist ja leider oft genug gemacht worden, und in diesem Sinne sind Kriege geführt worden. In diesem Sinne, ich denke zum Beispiel an die Albigenser-Feldzüge, sind ganze Bevölkerungsgruppen ausgelöscht worden. Und das geht nicht, das kann man eigentlich nicht machen, wenn man das Geheimnis Gottes im gekreuzigten Christus erkennt. Dann sieht man nämlich, dass Gott an der Seite der Geschundenen steht und nicht an der Seite der Machthaber. So, also, wir verkünden Gott, aber wir wissen nichts als den gekreuzigten Christus. Ob Gott und wie Gott und wann Gott allmächtig auftritt und was er vorhat, mit Gewalt durchsetzt, das wissen wir nicht. Und darüber sollten wir besser keine Aussagen machen. Und in diesem Sinne bin ich auch sehr skeptisch gegenüber all den Leuten, die mit großer Bereitwilligkeit Zeichen der Endzeit sehen wollen in dem, was derzeit passiert. Diese Endzeit, in der Gott irgendwann einmal gewaltsam dieses Schema der Welt zusammenkrachen lässt und den Himmel und die Erde verwandelt, das sind Dinge, die wissen wir nicht. Wir wissen allein Christus, den Gekreuzigten. Und das ist nun nicht eine Sache des Wissens, sondern des Glaubens und des Vertrauens, dass wir in dem Gekreuzigten das Geheimnis Gottes sehen, das sich uns so deutlich offenbart wie nirgend sonst in Raum und Zeit. So, also, lasst uns auf Christus blicken. Und zwar nicht in seiner vorwiegend von uns imaginierten Glorie, sondern am Kreuz. Da finden wir den Beistand, den wir am nötigsten brauchen, wenn wir am nötigsten Beistand brauchen. Amen. Für uns ein Mensch geboren, im letzten Teil der Zeit, dass wir nicht wären verloren.
den Tod für uns zeugt.